Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Disneys Darkwing Duck. Und ja, ich habe ja voll abgelost in der ersten Folge, meine Güte. Ja, ich gebe mein Bestes. Ich gebe wirklich mein Bestes. Mehr kann ich euch nicht sagen. Ich hätte so gerne einen Controller. Irgendwie, ich weiß nicht warum. Irgendwie schon. Ja. Also wie gesagt, es ist sehr, sehr schwer. Besonders diesen grünen Typi. Ich weiß nicht, ob man den einen wirklich ignorieren muss. Weil die spawnen ja auch wieder, die Gemeinden. Ach, jetzt ist das wieder umgestellt. Die spawnen ja... Ey. Ich habe gerade voll das falsche Timing. Die spawnen ja auch wieder. Das ist ja das Gemeine. Geh weg. Zu spät. So. Er ist tot. Aber das Ding ist, ich bin auch tot. Alles wieder von vorne machen. Oh Gott, Herr im Himmel. Okay, wir wissen ja jetzt langsam Bescheid. Langsam haben wir es drauf. Das wird ein Let's Play sein, das geht Jahre. Besonders, wenn der Typi sich hier nicht festhält. Oh, da kriegst du Plackbeine. Leute, da kriegst du echt Plack. Halt dich fest. Warum? Warum hält er sich nicht fest? Okay, Leute, ich versteh's nicht. Was mache ich jetzt anders als die ganze Zeit? Nix. Ich bin der Meinung, nix. Und tu mir auch noch weh. Ich glaube, das wird mein nervliches... Weiß ich nicht. Das wird ein Let's Play werden. Was soll ich sagen? Es wird ein angespielt, glaube ich. Es wird definitiv ein angespielt sein. Glaube ich. Ich würde jetzt behaupten. Aber ich möchte so gern das Leben da haben. Warum hält der Typi sich nicht fest? Das verstehe ich nicht. Ich mache nichts anders. Wirklich nicht. Ich schwöre euch das. Ich habe nichts anders gemacht. Ich habe wirklich nichts anders gemacht. Das könnt ihr mir glauben. Ich bin teilweise fassungslos. Ach, geh doch einfach. Lass mich in Ruhe. Du gehst auch. Ich kenne euch alle schon. Lass mich auch in Ruhe. Halt dich doch fest, Herr im Himmel. Warum tut er das nicht? Er tut nicht das, was ich will. So, Leute, wir wissen ja, dass wir gleich da umstellen müssen. Da muss ich aber auch erstmal drauf kommen. Das weiß ich ja nicht.
Woher soll ich das wissen? Oh, jetzt habe ich schon ein zu viel verschossen. So, komm. Fahr los. So, jetzt sind wir Gott sei Dank da endlich wieder, wo wir waren. Bei dem grünen Typen gleich. Ne, ist nicht zu glauben. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll, Leute. Ich weiß es nicht mehr. Oh Gott, ey, das ist ein Spiel, da muss ich echt aufpassen. Da könnte ich echt kurz vorm Rage Quit sein, ey. Sag mal, es gibt's doch nicht. Das tue ich mir immer bei neuen Sachen weh. Das kann doch nicht sein. Geschweige denn, wo sehe ich eigentlich, wie viel Leben ich habe? Das würde mich mal interessieren. Okay, Moment. Die vertragen aber auch richtig viel. Finde ich. Okay, ich lass mich einfach... Okay, egal. Egal. Was ist das da unten? Ich hab gedacht, das wäre... Oh, nee! Ich hab gedacht, das wäre ein Block. Ich brech hier ab vom Glauben langsam. Ne. Da hab ich das geschafft und vollstens ignoriert, diesen Typen. Das hat jetzt Gott sei Dank wieder geklappt. Ich glaube, sonst hätte ich echt an mir gezweifelt langsam. Aber ihr glaubt gar nicht, wie fertig ich bin schon in der zweiten Aufnahme. Man glaubt es kaum. Echt. So, jetzt komm, sterb einfach. Sterb doch einfach. Wie soll ich das machen? Wie soll ich da... Weil da kommt dann jetzt schon der andere Idiot wieder. Ich ignoriere das einfach und springe in den Abgrund. Oh nee, ey. So, jetzt hau hier mal rein, ey. Das gibt's doch nicht mehr. Ist doch nicht mehr zu glauben. Oh. Bin ich fertig mit den Nerven? Ja. Definitiv bin ich fertig. Oh Gott. Nein, wir sehen das alles mit Spaß und es ist alles voll lustig. Alter Falter, ey. Was für ein Spiel. Dann sind die anderen bestimmt nicht einfacher, würde ich behaupten. Oder wir haben uns einfach... Ich weiß, was es ist. Wir haben uns einfach das Schwerste von der ganzen Map hier mit der Brücke ausgesucht. Bestimmt. So wird's sein. Definitiv. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das so sein wird. Okay. Ach ja. Ich kann mich ja festhalten. Ich hab vergaß. Kann ich die... Nein, kann ich nicht. Okay. Das sind mir zu viele. Egal. Lauf durch. Nein, Endboss. Endboss. Wusste ich doch. Oh nein, kennt ihr den noch? Aber was soll ich machen? Was soll ich machen? Aua. Das auf jeden Fall nicht. Aua. Okay. Ah, ich hab's. Ich muss, glaube ich... Hä?
Muss ich das raffen? Was übersehe ich jetzt, Leute? Wieso wird er da unten nicht getroffen? Also das bringt überhaupt nichts. Aber da oben sind Zacken und da unten komme ich nicht hin. Ja, werf doch. Aber... Oh Gott, wie ich überlege gerade die ganze Zeit, wie der Typ hieß. Und Game Over. Wow. Ich fasse es nicht. Ja, natürlich. Natürlich. Die ganze Zeit bleiben wir da oben mit dem Hintern, ne? Ja, genau. Stürz dich in den Abgrund. Das ist das einzige Vernünftige, was du tun konntest. Ach, Leute. Was soll ich sagen? Das ist ein schönes erstes Level. Muss ich echt sagen. Es ist der Burner, ey. Es ist wirklich der Burner. Also, ich muss sagen, okay, vielleicht stelle ich mich auch ein bisschen dumm an mit der Tastatur, aber ich muss sagen, ich finde es schon schwer. Ach Gott. Man muss ja auch erstmal auf die ganzen Sachen so kommen. Das ist das ja auch. Ja, natürlich! Das ist vorher die ganze Zeit nicht passiert. Die ganze Zeit ist das nicht... Ja, das auch nicht. Das auch nicht. Was ist los? Ja. Jetzt ist der Wurm drin. Jetzt fange ich an zu rushen. Und... Geschweige denn, ich weiß nicht... Was ich machen soll. Wie ich den wegkrieg. Das ist so das, was ich überlege. Wie kriege ich den weg? Warum? Warum wieder? Das ist Standard. Anders geht's bei mir nicht. Erstmal hier gefühlte 10 Minuten hocken in der Ecke hier. Und der Typ hält sich nicht fest. Er hält sich nicht fest. Ach ja. Und sonst so, Leute. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hab hier richtig Spaß. Richtig Fun hier. Es ist nicht zu glauben. Ich glaub's nicht mehr. Ich sag da, ich lasse das einfach unkommentiert. Ich glaube, das ist das Beste, Leute. Ich stell's schon mal um. Lass mich. Flieg einfach weg. So, stellen wir wieder um. So, komm angedüst, jetzt aber hurtig. Ich habe keine Zeit. Ich will hier was zeigen. Und nicht das alles, was man schon kennt. Ich weiß nicht, wie man die Grünen, ob es da irgendwie einen Trick gibt. Ich habe keine Ahnung. Das überlege ich die ganze Zeit. Geschweige denn, was war hier mit... Oh, Quackerduck? Ich weiß nicht mehr, wie der Typ hieß, der mit den Bananen. Ich weiß das nicht mehr.
Da müsste ich echt mal gucken, wie der heißt. Ich weiß es definitiv nicht mehr. Aber früher, das waren noch schöne Zeiten, finde ich. Also ich finde jetzt so, muss ich leider sagen, läuft für Kinder nicht mehr allzu viel Schönes. Muss ich leider sagen. Und jetzt sterbe ich natürlich gleich da dran, an den Typen. Wow. Total neuer Content, Leute. Kennt ihr alle noch gar nicht, ne? Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich will jetzt einmal noch zu dem Typen hin. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Das kann auch nicht sein. Komm jetzt. Also ihr könnt auch gerne vorspulen. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Sollte irgendwie mal ich da wieder hinkommen, sagen wir es mal so. Dann könnt ihr das gerne machen. Hätte er sich jetzt nicht festgehalten, Leute, ne? Dann wäre aber Rambazamba gewesen. Wirklich. Dann wäre wirklich Rambazamba gewesen. Dann hätte ich... Wäre Zappenduster. So, ignorieren. Tschüss, tschüss. So, was ist jetzt hier? Was muss ich machen? Ich weiß es nicht. Wenn ich das wüsste. Muss ich die Bananen wegschießen? Zu den Zeitpunkten. Nein. Definitiv nicht. Also wir machen das jetzt mal. Vielleicht passiert ja irgendwann was. Vielleicht haut er sich aufs Maul. Ich habe keine Ahnung. Oder ich tue mir einfach nur weh. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist gerade das. Leute, wir machen das jetzt mal anders. Und zwar, wir hören uns gleich wieder und ich schau mal ganz schnell, was ich machen muss. Weil ich habe keine Ahnung. Also, bis gleich. Okay, Leute, da bin ich wieder. Und zwar habe ich jetzt geguckt bei einem Let's Play. Nur ganz kurz reingeguckt. Und ich muss mich irgendwie versuchen, fallen zu lassen. Ich habe keine Ahnung. Ich guck mal bei der Tastaturbelegung. Ja, toll, ist ein Controller. Bewegen. D. A. Ja. Wie lasse ich mich da fallen? Ich guck einfach mal, wie ich mich da fallen lasse. Ich probiere es einfach mal. Das war natürlich falsch. Jetzt bin ich tot. Oh, wie lasse ich mich denn da fallen? Ja, natürlich nicht springen. Nein. Ich weiß nicht, wie ich mich springen... Was ist das denn? Zurückspulen. Ah, okay. Interessant. Gut zu wissen. Dass sowas auch geht. Keine Ahnung, Leute. Ich habe echt keine Ahnung. Ich versuche und drück und mach und tu.
Nein. Also ich habe wirklich keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach wirklich nicht. Warum hat er sich jetzt fallen lassen? Ich habe nichts anderes gedrückt. Ist doch ein Kack. Das ist Kack. Okay, Leute. Ich würde sagen, ich beende hier jetzt endlich diese Folge. Allein endlich. Ich bin schon nervlich echt am Ende. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das weitergeht oder ob das nur so mal zwischendurch war. Also wie gesagt, ich glaube, es macht definitiv viel, viel mehr Spaß, wenn man es mit einem Controller spielt. Wie gesagt, daher, dass das mit meinem Controller nicht funktioniert, ich könnte jetzt noch den PlayStation 4 Controller ranmachen, aber weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich beende hier diese Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, wie auch immer. Und ich weiß nicht, ob es noch eine dritte Folge gibt oder ein anderes Let's Play auf meinem Kanal. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Macht's gut, Leute. Tschüss.